I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3 und wir schauen uns mal in diesem Video drei Dinge an, die wirklich ganz, ganz interessant sind, die gestern rausgekommen sind, nämlich als der neue Specialist Trailer rausgekommen ist von Black Ops 3 und die Sachen gehen wir jetzt einzeln in diesem Video durch. Vorerst wollte ich mal ganz kurz ankündigen, wir haben fast 1000 Likes auf Facebook. Ich würde euch mal ganz kurz bitten, schaut unten in die Videobeschreibung, da habe ich meine Facebook-Page verlinkt. Auf jeden Fall mal ein Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Da werde ich alles immer posten, wenn ich mal nicht ein Video mache. Beispielsweise Livestreams, spontane Livestreams, da könnt ihr auch voten, da werde ich manchmal Sprawl-Polls reinpacken. Auf jeden Fall mal bei Facebook vorbeischauen. Wie gesagt, Link ist dazu in der Beschreibung. Auf jeden Fall mal abchecken und dann starten wir jetzt auch gleich rein in das Video. Im Hintergrund seht ihr natürlich noch ein Gameplay von Black Ops 3, das hat mir der liebe Phantom Games noch zur Verfügung gestellt. Grüße an dich, Digga. Danke nochmal dafür, dass du es mir gegeben hast. Ist ein ganz cooler Zusammenschnitt aus einzelnen Maps. Auch auf jeden Fall mal bei Phantom vorbeischauen. Natürlich, ihr kennt das, ihr macht genau den gleichen Mist wie ich. Richtig guter Typ, die Maschine auf jeden Fall kommentieren. Auf jeden Fall mal abchecken und in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Jetzt genug geredet, auf jeden Fall in diesem Video geht es darum, dass es das Unlock-Token-System wieder zurückkommt. Das heißt, wir haben wieder Tokens, die wir freischalten können, mit denen wir wieder Sachen in Black Ops 3 freischalten können. Das ist auch in der Beta schon vorhanden, nämlich oben auf dem Bild seht ihr jetzt gleich Beta 1.3.2.2. Das heißt, die Unlock-Tokens, da sind 50 Unlock-Tokens. Was es genau damit auf sich hat, wissen wir noch nicht genau. Dazu gab es keine wirklichen Informationen von Treyarch oder auch von Activision. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn es da was Neues gibt, seht ihr das natürlich hier auf meinem Kanal. Dann sehen wir unten noch auf dem Bild, wenn wir uns den Trailer nochmal angucken, da habe ich einen Screenshot natürlich auch wieder eingeblendet, Personalize. Heißt nichts anderes, dass wir die Specialist Streaks oder die Specialist Klassen einzeln personalisieren können. Was wir damit machen können, wissen wir natürlich auch noch nicht. Gab es auch wirklich keine Infos dazu. Diese Ankündigung gab es ja schon die letzten Wochen immer, per laufenden Tweets immer irgendwas genaueres, aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Beweis, weil es ein offizielles Video dazu gibt. Des Weiteren gab es ein kurzes Video auf Twitter, wo gezeigt wird, dass wir Mute All Except Party haben. Das heißt, wir haben wieder die Funktionen, die auch in Black Ops 2 damals war, alle bis auf die Party-Member muten. Das ist ein richtig geiles Feature. Freut mich auf jeden Fall, dass es wieder zurück ist. Das war's dann auch mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare. Welches Feature findet ihr am geilsten von den ganzen Sachen und was freut ihr euch auf der Beta am meisten? Das ab in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Fragen zu der Black Ops 3 Beta habt, schreibt mir das gerne auf Facebook. Wie gesagt, Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Einfach mich anschreiben. Ich versuche natürlich alle Fragen so schnell es geht und so viele wie möglich zu beantworten. Seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht gleich antworte. Ich versuche wirklich so schnell es geht jedem einzelnen von euch zu antworten. Ich habe aber wirklich sehr, sehr viele Fragen tagtäglich, auch wenn ich nur ein kleiner YouTuber bin, aber wirklich, ich versuche das alles, wie gesagt, zu beantworten. Dann auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, macht das gut, haut da rein und bis zum nächsten Mal, ciao.